Hier im Bereich Höfer brennt auf einer größeren Fläche eine Waldfläche bzw. auch noch nicht von Munition befreite Bereiche eines ehemaligen Munitionslagers und jetzt als Kieswerk genutzter Bereich. Zurzeit gehen wir davon aus, dass es auf einer Fläche von 1500 x 1000 Meter brennt. Bei diesen Temperaturen, so um die 32 bis 34 Grad Außentemperatur, ist das sehr belastend für die Einsatzkräfte, sich hier im Einsatz zu befinden. Aber mit viel Flüssigkeitaufnahme müssen wir das natürlich irgendwie kompensieren. Deswegen haben wir auch massiv Kräfte zugeführt, dass wir auch die schon seit über 2 Stunden im Einsatz befindlichen Kräfte auslösen können, sodass wir hier es vermeiden, dass sich Feuerwehrleute dadurch irgendwie verletzen. Bei dieser Einsatzstelle ist es schon vorgekommen, dass 2 Feuerwehrleute durch die Hitze und die Anstrengung schon Kreislaufprobleme bekommen haben. Die sind auch aus dem Einsatz herausgelöst und so zu einer ärztlichen Behandlung zugeführt worden. Wir wissen im Augenblick, angesichts der Trockenheit ist das schon eine Riesenproblematik. Und ich denke mal, wenn so ein großes Feuerwehraufgebot hier ist, ist es für mich eigentlich ein Selbstverständnis zu gucken und zu schauen und sich einen Überblick zu verschaffen. Und wenn ich höre, es brennt auf der Muna am Aschenberg, dann wird man natürlich besonders hellhörig, denn wir wissen, hier auf dem Gelände, auf der ehemaligen Muna sind also doch noch, obwohl das schon mehrfach alles durchgesucht wurde, Munitionsreste. Und das ist auch nicht ganz ungefährlich. Das ist ungefährlich im Sinne eines Folgebrandes, aber es ist eben auch nicht ungefährlich für die Kameraden und Kameradinnen, die hier ihre Arbeit verrichten. Also von daher denke ich schon, geht man hier auch mit besonderer Sorgfalt um. Und ich möchte das eigentlich auch zeigen, dass wir hier als Kommune natürlich auch hinter unseren Feuerwehren stehen. Und ich bin auch froh, dass die Feuerwehr so aktiv ist und jetzt auch weitere Akteure aus den umliegenden Gemeinden bzw. einen weiteren Zug der Kreisfeuerwehrbereitschaft aktiviert, um wirklich auch alles Mögliche zu tun, um den Brand hier wirklich einzudämmen. Das ist ganz wichtig. Also Standpunkt jetzt, circa 2,5 Stunden nach der Erstalarmierung, haben wir fast 150 Einsatzkräfte der Feuerwehren sowie aber des Deutschen Roten Kreuzes, des Rettungsdienstes hier im Einsatz. Die Dauer ist noch nicht abzuschätzen, da wir die Bereiche nicht direkt betreten können, da sie mit Munition noch aus dem ehemaligen Munitionslager belastet sind. Und daher schätzen wir, dass wir mindestens noch 3 bis 4 Stunden hier in der direkten Brandbekämpfung von den Wegen aus beschäftigt sein werden. Wasser ist bisher ausreichend da. Wir haben hier Löschteiche, wir haben Löschbrunnen, aber die Wegstrecken sind länger, also nicht standardmäßig so 100 oder 200 Meter. Wir legen hier Schlauchleitungen bis zu einer Länge von über 2 Kilometern, dass wir auch das Löschwasser hier an die Einsatzstelle bekommen. Daher sind wir gerade zusammen mit dem Innenministerium aus Niedersachsen am Prüfen, ob es möglich ist, dass wir aus der Luft Löschmaßnahmen einleiten können, sodass hier eventuell Hubschrauber mit Außenlastbehälter die Brandbekämpfung aufnehmen und somit die Kräfte am Boden unterstützen können.